Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Last of Us Remastered Version, glaube ich. Oder wie auch immer. Wir haben uns zuletzt durch dunkle Höhlen durchgeschlagen und viele, ja, wie soll ich sagen, infizierte Klicker und Runner und Ticker und Banner und was weiß ich getötet. Und wir sind immer noch dabei, die Kleine zum Rathaus zu bringen. Ist das ein Klick oder ist das eine Grille? Ich will es gar nicht wissen. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Ich helfe dir zwar nicht, die Kette zu ziehen, aber ist egal. Oh. Alter. Du hast da was am Schuh. Eklig. Ich wollte gerade sagen, ist zum Glück gar nicht ekelhaft. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Das erinnert mich ein bisschen an The Walking Dead im ersten Teil, wo man mit, Ja, das ist ihre Meinung. Oh. Wie kamst du denn jetzt? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser... was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passiert ist? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Schau nicht, dass du dich nicht erschossen hast. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Wir haben gar nicht überprüft, ob die Marlene gebissen wurde oder ob die einfach nur eine Schusswunde oder sowas hat. Aber okay. Und ich finde das cool, dass das immer so zwischendurch in so kleinen Verschnaufpausen immer mehr Sachen dann langsam so dazukommen, die man machen kann. Mit dem Spiel. Wir können jetzt also an Werkbänken unsere Waffen modifizieren. Hä? Hä? Ich dachte gerade, hier wäre irgendwie ein Vieh oder so, weil die ganze Zeit diese Geräusche sind. Aber okay, wir haben da eine Tür und wir haben hier eine Tür. Was war das denn? Oh, ich will es gar nicht wissen. Okay. Was ist hier? Scheiße, sagt man nicht. Tess. Hä, was hat die Kleine denn jetzt gemacht? Okay, und hier sind wir jetzt... ach so, okay. Das ist einfach nur so ein extra Raum noch an der Seite. Der noch nicht mal extra ist, sondern einfach nur halt daneben. Okay. Ich will nur gründlich sein, ne? Weil wir wollen ja alles durchsuchen. Die anderen könnten sich ja auch mal ein bisschen nützlich machen. Und mal ein bisschen Zeug suchen. Das hat auch die Tess vorhin von alleine auch so schön gemacht. Und mir Munition... nee, Quatsch, Heilung hat sie rausgezogen. Aber das war ja infolgedessen, dass wir genau zu der Zeit im Spiel quasi lernen, wie man selber... Achso. Okay. Wie man Sachen herstellt. Cool. Nice. Kleine Fundgrube. Nehmen wir, würde ich mal behaupten. Nehmen wir. Was ist hier los? Büsten von berühmten Persönlichkeiten. Weg damit! Ach komm. Nicht mal die Freude lassen sie mir hier. Ich kann weder Tess eins überbraten mit dem Teil, noch kann ich hier irgendwelche wertvollen
Marmorbüsten vom Sockel klatschen. Schade. Ist eigentlich ganz hübsch. Ein bisschen wild geordnet, wenn hier so ein... Obwohl, ne, das passt eigentlich noch. Ich wollte gerade sagen, wenn hier so ein nautisches Thema quasi ist, hier mit dem Schiff und so. Und da drüben war aber eindeutig hier Kostüme und so. Aber das kann ja auch zu einer bestimmten... zu einem bestimmten Königshaus oder wie auch immer. Oder zu einer bestimmten Zeit quasi gehören. Okay, aufpassen, schnell. Oh. Ich lebe. Ich werde außen rum gehen. Tess. Renn. Fuck. Fuck. Was heißt denn hier eigentlich außen rum gehen? Wie geht man denn hier außen rum? Tess. Eins, zwei. Ich habe vor allen Dingen kein Messer mehr. Oh, das ist ein weiblicher Klicker, wie schön. Ich kann auch keins machen, ne? Scheiße. Okay, das ist doof. Dann müssen wir uns eben rumschleichen. Zum Glück sehen die nichts. Tess. Tess. Ich plündere erstmal die Umgebung. Entschuldigung, ich bin schon wieder so still. Bestes Let's Play ever, die sagt ja gar nichts. So, hier sind die Mädels ja. Wieso sind wir nicht alle zusammen einfach rumgegangen? Das ist doch eigentlich gar kein großes Ding, oder? Also... Ah. Shit. Ich habe kein Messer und ich habe auch keine Sachen. Doch, ich kann ein Messer machen. Cool. Nice. So. Hat bestimmt keiner gehört. Was ist das? Ich sag jetzt mal nichts, ey, ohne Scheiß. Das wird ja immer besser. Aber das ist ein mega geiles Lager hier. Cool. Was haben die denn hier noch? Außer unbezahlbare Vasen, die ich jetzt alle gleich runterwerfen werde. Oh. Oh? Ernsthaft? Ich hab mal Pistolenmunition voll? Welche harte Zeiten brechen denn hier an für uns? Das ist ja unnatürlich. Ich habe jetzt nichts mehr, um Messer zu machen, ne? Nee. Okay. Ich weiß bloß leider auch nicht, wo ich hin muss. Das ist halt jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ich vermute, ich muss dahin.
Geht's da hinten um die Ecke? Nee, geht's nicht. Oh, fuck. Ich traue mich gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Also da sieht es nicht so aus, als würde es da weitergehen. Okay. Oh Gott, Leute, ey. Das überlebe ich nicht. Und wir haben kein Messer mehr. Wir können die Viecher nicht töten. Ich kann vielleicht ganz schnell einen Ziegelstein werfen und hoffen, dass das funktioniert als Ablenkung. Ich nehme auf jeden Fall mal einen. Oh. Von hier bin ich ja gekommen. Och nö. Gott. Okay, das wird schon, das wird schon, das wird schon. Oh. Oh, shit. Ah, oh Gott. Oh Gott, ich hab voll Puls. Ah, scheiße. Das Gute ist, wir wissen, dass wir geradeaus nochmal gucken müssen, wahrscheinlich. Boah, die machen mich fertig, ohne Scheiß.
Ja, shit. Ja. Ich glaube, hier muss ich tatsächlich vielleicht was Ablenkendes machen. Ich bin mir nicht sicher. Na, ey! Wohohohoho! Ah, die Tür ist doch jetzt ernsthaft? Das ist jetzt quasi alles, was ich jetzt gemacht hatte, ist wieder futsch. Tess. Okay. Tess. Dann machen wir das doch jetzt alles nochmal. Scheiße. Wo mache ich das überhaupt? Hier war doch gar nichts drin. Okay. Ich könnte den einen Klicker auch töten. Mit dem Zeug. Beziehungsweise mit dem Messer, was ich gerade gefunden habe. Was ist denn das hier? Oh! Oh, Leute. Tess? Ellie? Hoch oder runter? Oh, fuck. Okay, runter war schon mal Blödsinn. Verschwinde. Muss ich eigentlich, damit das funktioniert, unbedingt an der Mauer so weggestürzt sein? Also muss ich unbedingt... Boah, Leute. Der ist bestimmt vor der Tür, wo die sich verstecken. Alter, ist die jetzt gebissen worden?
Lass die in Ruhe, Mann! Alter! Was war das denn? Oh, fuck! Fuck! Ich sollte vielleicht mal anfangen zu schießen. Oh, fuck! Weg, 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 weg! Boah, ich bin so doof im... Alter! Alter! Oh, ich muss mich dringend heilen. Alter! Puh, ne? War zum Glück doch gar nicht so schwer. Was ist denn los? Achso. Was, oh Mist? Oh Mist höre ich nicht gern. Was ist los? Die ist gebissen worden. Nur etwas erschöpft. Was war dann dieses Oh Mist? Tess? Können wir erst noch eine Körperkontrolle an Tess machen? Hm. Ich glaube, da ist gerade was passiert. Hey. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Atmen. Das gilt. Gut, dann bin ich okay. Ich mag das Mädel. Okay. Ach, da ist das Rathaus. Ach du Scheiße. Aber guck mal, wir haben Sonnenaufgang. Wie schön. Komm, Ellie. Wir müssen irgendwie rüber. Ja. Da ist es. Das ist doch gar nicht so weit weg. Kann sein, dass es genauso weit weg ist wie vorhin, als wir angefangen haben, hier die Stadt zu durchqueren. Ach, Leute. Ach, Leute. Dann nehme ich mir einfach mal vor Freude ein Brett in die Hand und laufe damit irgendwo hin. Hm. Können wir nicht einfach so über die Dächer oder so? Oder ist das dazu da... Nee, das ist ja Quatsch. Das irgendwo ranzustellen ist ja Quatsch, weil dann müssten wir ja, ja doch, hier, ne? Genau. Okay. Sei vorsichtig. Ist bestimmt sicher. Es ist ein bisschen... Es ist so ein bisschen wackelig. Ich wollte gerade sagen, wieso ist er nicht sowieso zuerst gegangen? Er ist doch der schwerste von allen. Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Hm. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Ja. Ha. Huh. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Wieso soll ich mich denn jetzt hier zusammenreißen? Ich rette euch hier die ganze Zeit den Arsch. Muss ich jetzt etwa den Rest auch noch spielen, bis wir da hinten sind? Nein, Tatsache. Wow. Wir sind ja da. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Ja, ja, genau. Gleich hier um die Ecke. Das kennen wir schon. Weiter, Kleine. Na los. Lofe. Blutige Fußspuren. Oh. Firefly-Befehle. Oh, cool. Befehle, Treffpunktbereich patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Da werden die uns ja hoffentlich alle nichts tun, ne? Wir sind ja schließlich hier Best Buddies. Weil wir haben ja die Kleine jetzt im Gepäck. Können wir hier lang? Aber wir müssen wahrscheinlich drüber klettern, wa? Oder? Oder? Nee.
Ach so. Hahaha. Ich ahnte es. So. Mädels? Ja, wäre sehr freundlich, wenn du mal einen Schritt weggehen könntest, ne? So. Guck mal, eine Bullenkarre! Sorry. Na also. Ganz ehrlich, Leute, die irgendwie so ein Gebrechen haben, so... Endspurt, Tess. So, Tess wird jetzt sicherlich schön erschossen. Die Kleine wird schwer verletzt und wir müssen uns kümmern. 100 pro, jetzt kommt so ein Flashback, weißt du, zu seiner eigenen Tochter quasi. Und der verhängnisvollen Nacht. Mann, die Folge geht schon wieder so lang, aber ich will jetzt hier keinen Cut machen. Nur, dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Willst du mich verarschen? Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Waren die letzten Worte von Tess? Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Ich will mich bedanken. No. Ja, kein Ding. Jo, kein Ding. Eigentlich hübsch, ne? Wenn es nicht alles so... Ah, Licht. Schick. Selbst für damalige Grafik recht hübsch. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Gott, vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Sag ich doch. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir. Oh Gott. Oh. Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Stelle. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Noch charmant bis zur letzten Sekunde. Ah, scheiße. Okay. Hab ich's nicht gesagt? Oh,
Verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Halt dein Maul! Stopp! Ohne uns stirbt sie da! Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Oh Mann, das trifft's schon eigentlich sehr gut. Ach du Scheiße. Nichtsdestotrotz beende ich jetzt erstmal den Part hier. Und das kam, wie ich es gesagt habe. Wieso habe ich denn recht mit sowas, wenn ich sage, die ist infiziert? Aber man hat es doch vorhin gesehen, beziehungsweise gehört. Sie hat gesagt, oh Mist. Und als ich gefragt habe, wie es ihr geht, ja, nee, ist alles gut. Genau so läuft das hier. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.